Hey ho, meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Franbo. In der letzten Folge, da haben wir jetzt hier den neuen Treibstoff für dieses wunderbare fliegende Schiffchen endlich zusammenmixen können. Und jetzt sind wir hier in diesem Spezialraum und der gute Edward hat totale Angst vor diesem kleinen, süßen, schnuffigen Hasen. Aber bevor ich zu dem gehe, gucke ich mich erstmal um. Ich sollte mir erst den kleinen Hasen holen. Edward hat Angst vor ihm. Okay, also kann ich nichts berühren, oder was? Ja, auch hier Karotten. Ja, okay, dann mal los. Siehst du? Nur ein flauschiger Hase. Nichts, vor dem man Angst haben sollte. Oh, du hast recht, Fran. Ich muss keine Angst haben. Hey! Was? Geh nicht, Mr. Midnight? Das ist nicht komisch. Hey! Na, aber jetzt schlägt's 13. Was ist denn jetzt hier los? Ich wusste doch, dass dieser Typ falsch ist. Mr. Midnight, sag etwas. Bitte, nehmt mir mein Kätzchen nicht schon wieder weg. Okay. 4 Grad. Aha, okay. Das sind 2. Des. Grad des, okay. Schenk. Und hier Tri. Okay, und da ist noch eine 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Zahlen von 1 bis 5. Aber was bringt mir das? So. Eine leckere Möhre. Ich weiß, dass es dafür einen Erfolg gibt. Deswegen nutze ich das jetzt gerade mal. Funktioniert das nicht? Das ist ja interessant. Mehr Möhren brauche ich nicht. Okay. Dann egal. So, können wir mit dem was machen? Mann, warum hast du Edward erschreckt? Naja, du bist sehr süß. Okay. Ein Bleistift, den brauche ich nicht. Okay, sehr gut. Ein Schraubenschlüssel, der könnte nützlich sein, wofür auch immer. Die Birnen wissen nicht, ob sie an- oder ausbleiben sollen. Edward hat ein Papierschiffchen gebastelt. Okay, weiter. Hallo? Bist du Edwards anderer Kopf? Ich mag den Hut. Ina, okay. Ah, wartet. Das können wir natürlich abschrauben. So. Muttern und Schrauben, ich weiß, was... Warte mal, ich muss hier ganz... Ah, sehr schön. So, Nummer 1. Und jetzt noch Nummer 2. Sehr schön. Okay. Oh, es ging auf. Sieht aus wie ein Ventilator. Da fehlt eine Batterie. Okay, uns fehlt eindeutig eine Batterie. Gut, dann müssen wir die jetzt wohl suchen. Durch den Knopf hat sich der Boden gehoben, wie in einem Aufzug. Alles klar. Was für ein hübscher kleiner Baum. Ich guck mal einfach, was passiert. Es geht nicht. Was soll ich tun? Drücken wir mal hier. Wow, ein mechanischer Arm. Lebst du? Ich glaube, er drückt gern Knöpfe. Okay, kann ich den irgendwie... Warte mal, machen wir mal hier kurz runter. Gucken wir mal, was das ist. Ich kann nicht auf den Aufzug klettern, wenn er schon oben ist. Hä? So, jetzt. Ah, aha, sehr schön. Alles klar, da ist unsere Batterie. So, wir haben eine Batterie gefunden. Die benutzen wir mal sofort mit der Schalttafel. Und dann will ich mal sehen, was passiert. Bitte sehr, Batterie eingesetzt und ja, es klappt. Gut. Ah, jetzt kann ich das drehen. Alles klar. Warum hat er den... Ah, okay, alles klar. Jetzt müssen wir hier wieder. Und jetzt aktivieren wir wieder den Arm. Und ist das sicher, dass ich den nicht füttern kann? Schade. Okay, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das wichtig ist, mir die Dinger hier aufzuschreiben. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, Moment. Dann werde ich mal mir... So, das ist Krat. Okay. Das war Ena. Das hier oben ist Des. Dann haben wir Schenk. Und die letzte. Tri. Okay, gut. Mal gucken, das werden wir sicherlich brauchen. Ach, warte mal, vielleicht den Bleistift noch? Nee, okay, den kann ich nicht mitnehmen. Gut, dann los. Gucken wir mal, wo wir hintransportiert werden. Wow. Okay, hätte ich jetzt mit vielem gerechnet. Aber damit nicht, das sind unsere Eltern.
Ein Wassersymbol. Ich glaube, es ist mit etwas verbunden. Okay. Macht man hiermit mit dem Wind Musik? Okay, gucken wir es uns erstmal an. Seid ihr? Oh Gott. Eieiei. Mami? Papi? Wer hat euch das angetan? Warum seid ihr hier? Bitte sagt es mir. Oh wei, oh wei, oh wei. Okay, wir haben hier so ein lustiges Teekochdinge. Ah! Aha, wir waren also... Ah, sehr interessant. Wir waren in der Pillenwelt. Sehr interessant. Das hat sich automatisch irgendwie so eingestellt gehabt. So, was ist denn das Lustiges? Hm, abgeschlossen. Das habe ich in Filmen gesehen. Der Dieb weiß immer, was zu tun ist. Hm. Nee. Okay, das ist ein Reset-Knopf. Also ich habe jetzt gerade eben gehorcht, ob man eventuell noch ein paar Klickgeräusche hört bei speziellen Drehungen oder so, aber dem scheint nicht so zu sein. Ich weiß auch noch gar nicht, wofür das Ding hier da ist. Was habe ich dann noch? Eine Karotte? Kann ich den damit benutzen? Hm, nee, wozu auch? Lass uns mal nochmal nach unten und gucken, wenn wir das jetzt hier... Ach, wartet mal. Vielleicht hat das ja echt was damit zu tun. Hm. Ui. Hallo. Oh, guck mal. Ein Fran-Hase. Mann, warum hast du Edward erschreckt? Ah, okay. Der ist gruselig. Oh, ein mechanischer Hase. Nicht sehr süß. Vielleicht ist der Hase wütend oder hungrig oder beides. Okay, wartet mal, dann probiere ich mal kurz was. Aha, ein Möhre für den großen, großen Roboterhasen. Ja, viel Spaß. Wartet mal, ich glaube... Ja, genau. Ich muss jetzt ganz kurz das mal machen. Und zwar das Vieh hier kurz 5-mal füttern. Dann habe ich nämlich auch direkt einen Erfolg dazu. Ich schneide euch mal ganz kurz raus. So, und da sind wir auch schon wieder. Jo, dann gucken wir mal. Ah, interessant. 5 zur Seite. Das sollte ich mir vielleicht mal notieren. So, 5 zur Seite. Ich muss mir die Karten alle nochmal genau angucken. 8. Okay, das war die 1. Also damit fängt's an. 8 zur Seite. Die 2 war... Das hier, glaube ich, das war die 3. Nee, das da hinten war, glaube ich, die 2, oder? Ich muss gleich nochmal gucken. 8 zur anderen Richtung. Moment, wartet mal, bitte. 1, 2, okay. Also, 8. 8 zur Seite. Dann kommt das hier dahinter. Achso, ich sehe es nicht. Okay, alles klar, das ist natürlich gut. Da muss ich nochmal... den kleinen bösen Hasen füttern, damit ich das ordentlich sehen kann. Dann kam das hier, 5 zur Seite. Dann war das die Nummer 3, das 4 und das 5. Dann 8 zur anderen Seite. Okay. Dann kommen 6 wieder nach rechts. Und... als letztes 9 nach links. Okay. Dann probieren wir das Ganze jetzt einfach mal.
ich kann ja auch so, ich muss das sowieso gleich wieder umswitchen, weil ich ja sowieso nicht an den Leichen meiner Eltern da vorbeikomme. Das ist alles ein bisschen doof. Okay, dann gucken wir mal. Dann legen wir mal los. So, wir fangen an mit Warte mal, drücken wir nochmal Reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr schön. Das hat also geklappt. Ich habe gerade überlegt, hat es also nicht geklappt. Dann hätte ich das jetzt nämlich genau andersrum gemacht. Aber es hat ja Gott sei Dank funktioniert. Ach, wir sind wieder hier. Warte mal, hier war doch irgendwo... Überraschung, Fran. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Eine Geburtstagsparty? Oh, ich dachte, du wolltest Mr. Midnight töten. Du hast gelogen. Ja, wir haben dich angelogen, um deine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken. Tut mir leid, dass ich dich reinlegen musste, meine Freundin. Wir wollten dich überraschen, meine liebe Fran. Komm und iss Kuchen. Okay, danke, Kätzchen. Du hast mich wirklich überrascht. Danke, Edward. Dieser Kuchen ist aus all dem gemacht, was du magst. Mr. Midnight sagte mir was. Und wir haben etwas ganz Besonderes für dich von allen auf dem Schiff. Das heißt, alle, ob geboren oder hergestellt, hier, bitte sehr. Ich hoffe, du findest es lehrreich. Danke, sieht aus wie ein Schuh. Wow, das Geschenkpapier ist toll. Kann ich es bitte aufmachen? Ja, mach schon, öffne es. Okay. Ah, wie süß. Wow, eine Katzenpuppe. Oh, vielen, vielen Dank. Ich liebe sie. Sie ist wunderschön. Sie könnte deinen Augen eine neue Sichtweise geben. Weißt du, wie in der Ultrarealität. Ist das das, was passiert, wenn ich die roten Pillen nehme? Sehe ich dann die Ultrarealität? Das kommt darauf an. Möchtest du Erklärungen? Ja, auf jeden Fall. Ja, bitte. Schau mal, was du siehst, ist eine Mischung verschiedener Realitäten. Und die Ultrarealität ist wie ein unsichtbarer Raum, in dem alles gleichzeitig existiert. Zum Beispiel haben wir genau an dieser Raumzeitkoordinate eine Geburtstagsparty. Aber in der Ultrarealität passieren die ganze Zeit andere Dinge. Langsamer, schneller oder einfach unsichtbar für das menschliche Auge. Nur durch die Zeit können Menschen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft definieren. Dinge definieren schottet die Realität ab. Es gibt den Menschen eine Chance, ihre Umwelt zu verstehen. Du hast eine andere Wahrnehmung der Umgebung. Sie ist nicht an Definitionen gebunden. Verstehst du, was ich sage? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ich fühle mich schwindelig. Das könnte am Auf und Ab des Schiffes liegen. Puste die Kerzen jetzt aus, Liebes. Wir sind fast da. Du meinst, wir sind gleich zu Hause? Hast du das gehört, Kätzchen? Ja, wir sind gleich da. Wirklich? Wow, wie aufregend. Okay, los geht's. Happy Birthday. Oh je. Oh nein, 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 nein. Oh Gott, was passiert? Mr. Midnight, geht es dir gut?
mir geht es gut. Aber ich hoffe, das Schiff geht nicht kaputt. Es klingt gefährlich. Fran, du musst mir helfen. Ich muss die Maschine wieder steuern. Der Autopilot wurde von den Kamalas zerstört. Einer lebt noch. Du musst ihn loswerden. Finde ihn. Schnell. Wie mache ich das? Wasser, das säubert. Beeil dich. Vergiss nicht, er versteckt sich vielleicht. Oh mein Gott, Kätzchen, ich habe Angst. Ich auch, meine Fran. Wir müssen den Kamala finden. Ich hoffe wirklich, dass das Wasser ihn zerstört. Gehen wir. Oh, was tue ich jetzt? Muffins, Farben und Orangensaft. Bären und ein Hase. Edward hat tolle Freunde. Ich freue mich so über die Überraschungsparty. Nur doof, dass wir da nichts essen können. Oh nein. Okay. Kann ich damit was machen? Ah, es öffnet sich. Ist das ein Schlüsselloch? Ich frage mich, was passiert, wenn ich den Schlüssel finde. Das interessiert mich auch. Okay, versuchen wir es. Let's try. Abgeschlossen. Kann ich das aufmachen? Jawohl, sehr schön. So, dann lass uns nochmal hier hochgehen. Und dann... Komm, Mr. Midnight. Oder bleib halt unten, ist mir egal, weil hier oben war ja dieses Wasserzeugs. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Warte, jetzt sehen wir wahrscheinlich gleich den Kamala. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt erwartet, er wäre hier. Wo ist er? Warte mal, lass uns mal runtergehen. Das seid ihr. Hallo. Das ist Grusel. Da ist er. Hier bist du, du böses Ding. Du machst unser Schiff kaputt. Edward sagt, du bist schmutzig und ich muss dich sauber machen. Ah, ich weiß schon. Okay, alles klar. Nee, ich hab falsch gedacht. Vom Prinzip her richtig, aber... Warte, so. So, warte mal. Nee, machen wir es nochmal dahin. Los. So, warte. Und let's go. Jawohl, sehr schön. So, dann mal los. In der Hoffnung, dass wir sofort den bösen Kamala jetzt besiegen. Das gibt's doch gar nicht, wie er sich einfach hier auf unser Schiff wagt. Mein Freund, Feuer mit Feuer, ich bekämpfe dich mit Wasser. Woohoo! Ui. Ach, lauf nicht weg, wo gehst du hin? Okay, wo ist er? Wahrscheinlich oben, würde ich schätzen. Ach, bingo. Ha, mein Freund, du bekommst jetzt mal eine Portion Wasser. Wasch dich mal. Ach, komm schon. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist doch Kinderspielerei hier. Noch eins. So. Bam. Ah, das gibt's doch gar nicht. Wie oft möchtest du denn noch nass gemacht werden? Spinnst du? Ich glaube, ich bin den Kamala losgeworden. Ich bin die Beste. Ich sollte zurück zu Edward. Okay, dann mal los. Hoffen wir wirklich, dass er weg ist. Edward, wir haben es geschafft. Der Kamala ist weg. Er ist weg, ja. Aber es ist zu spät. Ich kann dich nicht nach Hause bringen. Wir stürzen ab. Nein, bitte, sag so etwas nicht. Das ist nicht fair, nicht fair. Oh Gott. Ich werde immer auf dich aufpassen, Liebes. Ach Gottchen, er ist echt nicht böse. Und das Schiff stürzte ab, bis es zerstört war. Alles war zerstört. Ende. Was? Aber das ist ein sehr trauriges Ende, Edward. Erzähl mir bitte noch eine Geschichte. Na gut, das ist die Geschichte von Frambo und mir. Als sie mir versprach, niemals mich oder die Magie in allem zu vergessen. Versprochen, Edward. Ich werde dich nie vergessen. Gut, jetzt ist es Zeit zu schlafen. Erwarte mich in deinen Träumen, meine Freundin.
Okay, doch kein Ende. Kapitel 4, Teil 2. Das Rezept des Doktors. Wir scheinen wieder in der Realität zu sein. Edward? Autsch, Kätzchen, wir leben noch. Wir haben den Unfall überlebt. Oh Gott, ja, wir leben. Aber Edward ist weg. Aber er hat uns nach Hause gebracht. Wir sind vor der Stadt, Fran. Ich kann es riechen. Bist du dir sicher, Kätzchen? Sind wir schon zu Hause? Ich dachte, du würdest dich mehr freuen. Was ist los? Es ist nur... Ich frage mich, wo Edward ist. Ich wünschte, er hätte sich verabschiedet. Vielleicht kannst du ihn mit Hilfe der Medizin wiedersehen. Ja, Kätzchen, aber ich habe schon alle Pillen genommen, siehst du? Die Flasche ist leer. Naja, gehen wir nach Hause. Vielleicht kommt mich Edward eines Tages besuchen. Ein rotes Fahrrad. Ist es Edward oder meins? Egal, es ist kaputt, also kann ich nicht damit fahren. Ich bräuchte Edward, damit er es repariert. Aber er ist weg. Oh je. Das ist ja wirklich sehr tragisch, muss man sagen. Aber immerhin. Wir finden jetzt hier gerade tatsächlich die Stadt. Oh mein Gott, das ist unsere Straße, Kätzchen. Hay Street. Ja, das ist sie. Oh, wie genial. Wenigstens etwas Positives. Darauf steht Hay Street. Dann ist mein Haus in dieser Richtung. Aber ist das jetzt schon wirklich das Ende vom Spiel? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es jetzt zu Ende sein soll. Das ist anscheinend unser Haus. Hier sind wir. Sieht viel grauer aus als in meiner Erinnerung. Ich hoffe, Tante Grace freut sich, mich zu sehen. Das hoffe ich allerdings auch, Mensch. Was ist das hier? Die Blumen sind ziemlich tot. Die Armen. Ich hoffe, es regnet. Vielleicht kann ich bald Blumen einpflanzen. Ich erinnere mich, wie mein Kätzchen am Pflanzenhalter festhing. Ah. Oh, tut mir leid, kleine Insekten, nicht weglaufen. Ah, wir sollen wahrscheinlich einen Schlüssel finden. Oh, nein. Darauf steht, ich habe den Schlüssel, gezeichnet Fran. Fran? Das bin ich? Aber ich habe keinen Schlüssel. Und der Zettel ist doch nicht von mir. Das ist alles so verwirrend, was soll ich jetzt tun? Eieiei. Tante Grace? Hallo? Vielleicht ist sie nicht zu Hause, Schatz. Hast du den Schlüssel? Nein, ich habe ihn nicht. Aber ich weiß, irgendwo ist sein Schlüssel versteckt. Ich muss mich nur erinnern, wo. Finden wir ihn. Also okay, da war mal der Schlüssel. Aber ein Zettel, der nicht von uns ist. Das ist jetzt natürlich hardcore. Okay. Oh, das ist das Fenster in meinem Zimmer. Die Vorhänge wehen wie eine Flagge. Dann ist mein Haus wie ein Schloss, wie Iters das Schloss. Kann ich daran... Komm mal her, Kätzchen, du musst hier hoch und durch das Fenster klettern. Ich konnte den Schlüssel nicht finden. Scheinbar habe ich ihn schon genommen. Du hast den Schlüssel schon, aber hast ihn nicht? Das klingt sehr seltsam. Ganz komisch, ich habe eine Notiz gefunden und weiß nicht, dass ich sie geschrieben habe. Aber um jetzt hineinzukommen, musst du hochklettern und mir die Tür öffnen. Ah, na gut, wünsch mir Glück. Du schaffst das, Kätzchen. Sei vorsichtig. Okay. Sehr gut, Mr. Midnight. Perfekt. So, dann würde ich jetzt sagen, wir warten, bis Mr. Midnight uns die Türe öffnet und wir sehen uns in einer nächsten Folge von Franbo. Und zwar direkt morgen wieder. Bis dahin verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Und sage Ciao!